der Bugspitze aus Leichtmetall sitzt der Kompass. Er ist in eine Hohlkugel aus Holz eingebaut, die ihn vor Störungen durch die Schallschwingungen des Triebwerks schützt. Der Kompass, dessen Magnetsystem mit pneumatischem Abgriff versehen ist, hält den Flugkörper auf Kurs. Die Verstärkung und Dämpfung des Kompassimpulses findet im Steuergerät statt. Das Steuergerät, eine pneumatische Kreiselsteuerung, überwacht die Fluglage des Körpers der Seite und Höhe nach. Es bekämpft die Böenstörungen schneller und feinfühliger als der beste Pilot. Zähe Entwicklungsarbeit war notwendig, bis das Steuergerät trotz des Abschussstoßes und der Triebwerkserschütterung einwandfrei arbeitete. Der Lagekreisel misst die Neigungswinkel des Flugkörpers um Hoch- und Querachse. Kontaktlaufwerk für Winkelschuss. Höhendose mit Verstärkerkolben für Höhenregelung. Links Dämpfungskreisel für Querachse, rechts für Hochachse. Diese Kreisel dämpfen die Stördrehungen des Flugkörpers. Hier die Pendelstützung des Lagekreisels, durch welche ein fehlerhaftes Auswandern um die Querachse verhindert wird. Gleichzeitig fließen in diesen Stützpulsen vom Kompass gesteuerte Ströme, welche ein Auswandern aus dem Sollkurs verhindern. Diese Spulen werden auch zum Winkelschuss benutzt. Der Lagekreisel wird entriegelt. Mit etwa 30.000 Umdrehungen in der Minute laufend, bildet er in seiner kardanischen Aufhängung eine raumfeste Basis und gestattet auf diese Weise die Messung der Abweichungswinkel des Flugkörpers aus seiner Normallage. Verriegelt wie vor dem Abschuss. Nach dem Start fliegt das Gerät in einem festen Steigflugwinkel. Der hier gezeigte Höhenregler hat die Aufgabe, bei Erreichen der am Boden eingestellten Sollflughöhe den Kreiselrahmen so weit zu schwenken, dass das Gerät aus dem Steigflug in einen bis über das Ziel führenden Waagerechtflug umgelenkt wird. Die Messwertabnahme an Lage- und Dämpfungskreiseln erfolgt mit Hilfe von sogenannten Strahlrohren. Der austretende Luftstrom lässt in den beiden Löchern, je nach Körperlage, verschieden große Drücke entstehen. Verhältnisgleich diesen Druckdifferenzen sind die Ruderausschläge. Durch Schlauch- und Rohrleitungen erfolgt die Übertragung dieser Kommandos vom Steuergerät zu den Rudermaschinen. Hier werden die feinen Steuerimpulse in kräftige Ruderbewegung umgewandelt. Der Pressluftdruck von 6 Atmosphären gibt 60 kg per Stellkraft. In den Ruderausschlägen endet das Zusammenwirken der Steuerungsorgane. Und unbeeinflusst von allen Störungen wird der Flugkörper vom Start bis zum Ziel auf seinem vorgeschriebenen Flugweg gehalten. Zur Erfüllung seiner Aufgaben sind im Gerät noch Sondereinrichtungen eingebaut. Luftlok, Bauchlandekontakt, elektrischer Zünder, mechanischer Aufschlagzünder, mechanischer Langzeitzünder, Zählwerk, Abstiegklappen und die Antenne. Während der Kompass auf Einhaltung des Kurses achtet, sagt das Lok, wann die gewünschte Strecke zurückgelegt ist. Der Lokflügel schraubt sich durch die Luft, die Umdrehungen werden durch den Kontaktgeber elektrisch auf das Zählwerk übertragen, wo die zurückgelegte Strecke registriert wird. Nach 60 km Flugstrecke betätigt das Zählwerk den ersten Kontakt, wodurch der elektrische Zünder scharf gemacht wird. Dieser Zünder kann beim Aufschlag von einem Membran- oder Röhrenkontakt in der Bugspitze, vom Bauchlandekontakt oder durch den Aufschlagstoß ausgelöst werden. Die elektrischen Leitungen zwischen Lok, Zünder und Kompass in der Spitze laufen über den Kabelschacht zum Steuergerät und Zählwerk im Heck. Sollte das Gerät durch irgendeine Störung glatt landen, dann bringt der Bauchlandekontakt die Sprengladung zur Explosion. Durch die Reißleine werden die Laufwerke dieser beiden mechanischen Zünder freigegeben. Der linke ist ein mechanischer Aufschlagzünder, der rechte ein Langzeitzünder.